Blumex Theater Potsdamer Platz, normalerweise die Spielwiese dieser drei komischen Gestalten. Doch zum Start der Woche wurde der rote Teppich für ganz andere Protagonisten ausgerollt. Unter dem Motto Talente des Berliner Spitzensport 2014 wurde in drei Kategorien dem Nachwuchs und der besonderen Talentförderung Aufmerksamkeit geschenkt. Sichtlich erstaunt über den Preis Nachwuchssportler des Jahres 2014 schien die junge Sprinterin Lisa Marie Quaillet zu sein. Zusammen mit der 4x100-Meter-Staffel sicherte sich die 17-Jährige bei den Junioren-Weltmeisterschaften die Bronzemedaille und gewann zudem Silber bei den deutschen U20-Meisterschaften. Platz 2 ging an die Schwimmerin Sunele Öztürk und Dritter wurde der Wasserspringer Lars Rüdiger. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, weil ich dachte eher, die Schwimmerin würde das gewinnen, die war auch ziemlich gut. Und ich habe mich eigentlich nur gefragt, boah, wie habe ich das jetzt geschafft? Warum bin ich das? Und ja, ist eine Riesenüberraschung. Der zweite Titel des Abends ging an sie, Cynthia Freiwald, Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Jugendspiele. Die junge Bogenschützin gewann vor Wolf-Niklas Schröder und Caroline Gölzer und darf sich nun zu Recht Berliner Eliteschülerin des Sports 2014 nennen. Naja, es ist halt immer wieder eine Ehre, das dann zu bekommen. Und wenn man da steht und sieht, dass man von öffentlichen Personen, sage ich jetzt mal so, von den Politikern oder sonst was, irgendwo mal Ehrung bekommt, weiß man halt, dass man schon recht weit an der Spitze ist. Der Titel Elite-Schule des Jahres ging an das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin. Im Gegensatz zu den vorigen Kategorien setzte sich das SLZB auf nationaler Ebene gegen alle Elite-Schulen des Sports in ganz Deutschland durch und ist ein perfektes Beispiel für die duale Karriere von Nachwuchssportlern. Es ist eine besondere Auszeichnung, man hat die nicht alle Jahre. Man stellt sich dem Konkurrenzkampf mit 42 anderen Sportschulen in Deutschland. Und das ist auch eine Anerkennung, glaube ich, der sportlichen Leistung, die da erbracht wurde. Und hier haben Schülerinnen, Schüler, Sportler, Trainer etwas geschafft, was nur eine Schule in Deutschland jedes Jahr auch erfolgreich bestehen kann. Ob die drei Protagonisten der Blumen Group auf der anschließenden Party mit dabei waren, ist nicht geklärt, aber auch nicht wirklich von Belang. Denn an diesem Abend galt der rote Teppich nur ihm, dem Nachwuchs des Berliner Sports.